Da bin ich wieder am Trabant. Was heute passieren soll, oder die nächsten Tage, Wochen, wer weiß, wie lange wir dafür brauchen, ist, Motor müsste mal raus, weil Kupplung macht Probleme, könnte auch schon ziemlich runter sein. Und dann wollen wir natürlich auch sehen, was mit dem Getriebe ist. Das ist relativ undicht und damit verbunden natürlich auch die Antriebsteile. Einmal kontrollieren, wie es damit aussieht. Und ich denke, damit haben wir erstmal genug zu tun. Fangen wir an. Zuerst müssen alle Anbauteile entfernt werden, wie zum Beispiel die Frontverkleidung. Der Luftfilterschlauch zum Vergaser, die Zündkerzenstecker und natürlich auch die Zündkerzen. Der Luftfilterkasten muss auch herunter. Sicherheitshalber sollte die Öffnung zum Vergaser hin verstopft werden, damit nichts hineinfallen kann. Als nächstes wird die Schaltschluckhaube entfernt. Danach das Luftleitblech. Und die Heizungsrohre sowie auch der Heizungsschalldämpfer. Nachdem auch dieses kleine Heizungsrohr entfernt wurde, folgen noch die Seilzüge für Gaspedal und Choke. Schließlich habe ich mich dann doch noch entschlossen, die Frontverkleidung komplett auch vom Seilzug zu lösen, weil sie sonst meistens doch nur im Weg herumhängt. Leider reichte der hydraulische Wagenheber nicht aus, um auf eine ausreichende Höhe zu kommen, sodass die Räder frei beweglich waren. Deshalb musste ich mir mit diesem Scherenwagenheber behelfen und auf eine ausreichende Höhe kommen. Beim Wiederabsenken ist natürlich darauf zu achten, dass der Wagen ordentlich in den Aufnahmen der Böcke aufliegt. Jetzt hängt er beidseitig in der Luft. Dann kommen jetzt die Räder runter. Bevor an der Elektrik gearbeitet wird, sollte natürlich die Stromzuführung unterbrochen werden. Bei dieser Gelegenheit kann gleich das Massekabel am Getriebe entfernt werden.
Danach sind noch die Kabel an der Lichtmaschine abzuklemmen. Das gelöste Kabel kann man dann nach oben hin durchführen. Um die Unterbrecherkabel zu lösen, war etwas Vorarbeit nötig, da alles etwas angerostet war. Doch schließlich konnte das gelöst werden und auch die Klappe ging dann mit etwas Überredungskunst herunter. Beim Abziehen der Kabel sollte man sich unbedingt die Reihenfolge merken, am besten ein Bild machen oder eine kleine Zeichnung. Danach sind noch die Schellen zu lösen, die das Kabel am Motorblock halten, und dann kann das Kabel nach oben hin rausgezogen werden. Die Spritzzufuhr muss natürlich auch unterbrochen werden. Danach kann man sich daran machen, den Anlasser zu entfernen, wozu erstmal das große Pluskabel abgeschraubt werden muss. Danach noch die kleine Verbindung lösen und das war's von den Kabeln. Die Schrauben können etwas Überredung brauchen. Festgewachsen. Jetzt. Auch die untere Schraube konnte ich nur mit einer Verlängerung lösen. Danach kann der Anlasser ganz leicht entfernt werden. Weiter mit der Zerlegung und dem Ausbau geht's dann im nächsten Video.